So, hier ist die Höhe. Geht am helllichten Tag mit einem Messer auf mich zu. Von meinem eigenen Geschäft. Ja, Schatz. Ich weiß gar nicht, was gewesen wäre, wenn er dich verletzt hätte. Ich kenne diesen Typen aus dem Fitnessstudio. Aber ich check absolut nicht, was das eben sollte. Seine Schwester ist tot. Sie wurde ermordet. Und diese Fotos haben wir bei ihr gefunden. Schatz, hast du irgendwelche Probleme? Sag mal, hast du nichts zu tun? Komm, kümmere dich um die Kundschaft. Kasima, was für eine Beziehung hatten Sie eigentlich zu der Toten? Gar keine. Ich kenne sie über ihren Bruder. Daher sind bestimmt die Fotos. Das ist aber komisch. Ich habe nämlich gerade erfahren, dass Sie häufiger mal mit ihr telefoniert haben. So oft kann es gar nicht gewesen sein. Hat das Mädchen hier für Sie angeschafft? Nein. Wir waren zusammen, okay, Mann? Sie war meine Freundin. Ich kenne den Zuhälter aus meinem Fitnessstudio. Sie haben den Mann mit Ihrer Schwester bekannt gemacht? Ja. Vor 4 Monaten ungefähr. Aber da wusste ich auch noch nicht, was der Typ beruflich macht. Er hat sich wohl recht gut mit Ihrer Schwester verstanden. Zu gut. Sobald ich wusste, was er beruflich macht, habe ich ein ernstes Gespräch mit ihr geführt. Aber Sie wollten nicht, dass sie weiterhin Kontakt zu ihm hat? Wenn mein Vater davon erfahren hätte. Ich dachte, ich hätte den Typen ausgeredet. Da gibt es noch etwas, was Ihre Schwester angeht. Diese Agentur, für die sie angeblich gearbeitet hat, die gibt es gar nicht. Und wer war die Frau draußen im Auto, mit der Sie gerade angekommen sind? Das ist meine Angestellte. Angestellte? Ganz genau wie die Tote? Verdammt, nein. Saskia hat hier nicht gearbeitet. Ich habe Saskia geliebt. Ja, ich habe ihn öfter in der letzten Zeit mit dem Mädchen gesehen. Hat sie das denn nicht gestört, dass er was mit ihr hatte? Mich? Wieso sollte mich das denn stören? Sie sind doch zusammen, oder nicht? Ja, natürlich sind wir zusammen, aber mein Gott, wir sehen das halt einfach nicht so eng. Und Ibo ist ja auch nur ein Mann und er lässt halt ungern was anbrennen. Aber ich weiß ganz genau, dass er mich liebt. Verstehen Sie? Er liebt mich. Jetzt pass mal auf, mein Freund. Die Tote hatte kurz vor ihrem Ableben noch Geschlechtsverkehr. Mit dir? Ja, wann und wo? Keine Ahnung, ich habe mich auf die Uhr geschaut. Früher Abend irgendwann, in meinem Auto. Sollte ja keiner mitkriegen. Sie war ja 17 und so. Ja, sie war 17 und so. Und was hat das Mädchen danach gemacht? Weiß ich nicht. Ich bin zurück in den Laden. Ich habe sie an der Ecke Regnerstraße rausgelassen. Wo waren Sie denn zur Tatzeit, zwischen 3 und 4 Uhr morgens? Na, im Laden. Da ist bei uns Stoßzeit, wissen Sie? Hm, weiß ich. Mhm. So, das macht ihr schon ganz toll. Gesicht bitte bis zu mir. Ja, ganz gut. Okay, jetzt ein bisschen freundlicher lächeln, ne? Ja, super, du hast so ein tolles Lächeln. Und Chris haut jetzt auch schön langsam auf, was? Da kommt sein Talent durch. Ja, das will ich sehen. So. Alright. Bisschen mehr Haut vielleicht? Geht das? Ja, wunderbar. Gerne, super. Das wird gut. Prima. Und noch eine, dann haben wir es schon wieder. Ja, die Spermaspuren beweisen eindeutig, dass die Tote mit mindestens 2 Männern Verkehr hatte. War einer davon der Zuhälter? Seine DNA passt nicht. Hm. Ah, dann hat es wahrscheinlich tatsächlich im Bordell angeschafft. Spricht vieles dafür. Ich frage mich nur, warum sie das gemacht hat. Ich meine, finanzielle Sorgen dürfte sie ja aufgrund ihres Elternhauses nicht gehabt haben. Tja, keine Ahnung. Warum macht ein Mädchen sowas? Da kann ich weiterhelfen. Die Kollegen von der Technik konnten den gelöschten Mailverkehr der Toten wieder rekonstruieren. Ja, und? Ja, der Zuhälter hat ihr eine Mail geschrieben und von einem großen Problem gesprochen. Und sie könne ihm dabei helfen. Er wüsste auch schon eine Lösung für sein Problem. Sie hat zurückgeschrieben, sie würde ihm helfen. Tja, weil sie ihn geliebt hat. Und er hat das ausgenutzt. Tja, das wäre auf jeden Fall ein Motiv für den Mord. Vielleicht wollte sie nicht mehr für ihn anschaffen. Wollte ihn vielleicht sogar anzeigen. Naja, Fakt ist auf jeden Fall, dass ihr Handy zuletzt im Bordell geortet wurde. Also vermute ich auch mal, dass sie dort ums Leben gekommen ist. Ich beantrage direkt mal einen Durchsuchungsbeschluss. Warum ich? Ja?
Das ist verlorenes Geld. Meine Kundschaft bleibt weg. Damit werden Sie wohl leben müssen. Wir wissen mittlerweile, dass das Mädchen sich für Sie prostituiert hat. Eine Minderjährige. Sie haben die Naivität des Mädchens schamlos ausgenutzt und dass sie in Sie verliebt war, um sich selbst zu bereichern. Also, ich weiß nicht, wie Sie drauf kommen. Ja, dann erkläre ich es Ihnen gerne. Sie haben mir doch erzählt, dass Sie kurz vor dem Tod des Mädchens noch mit ihr Sex hatten. Es stimmt soweit, dass das Mädchen Sex hatte. Jedoch nicht mit Ihnen, sondern mit zwei anderen Männern. Mindestens mit zwei anderen Männern. Und jetzt raus mit der Sprache. Ja, und wenn schon, dann ist sie eben für mich anschaffen gegangen. Was soll's? Und ich sag's Ihnen, sie hat's gerne gemacht. Bitte sehr, hier entlang. Also, in dem Zimmer hier hat die Tote gearbeitet, ja? Sie ganz alleine? Ja, jede hat hier ihr eigenes Zimmer und das war Saskias. Okay. Das könnte der Toten gehören. Oh, interessant. Du, sag mal, die Kissen hier, die Decke, ist das nicht Polyester? Sieht so aus. Wir suchen immer noch die Tatwaffe. Untersuch das bitte ganz genau, ja? Klar, mach ich sofort. Es gibt Neuigkeiten. Die Reifenspuren, die bei den Müllcontainern gefunden wurden, stammen mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit von einem Geländewagen. Ach, Sie fahren doch so ein Auto, oder? Wollen Sie immer noch alles abstreiten? Gut, dann warten wir halt das Ergebnis des Vergleichs ab. Ja. Okay, okay. Ich erzähle Ihnen die ganze Geschichte. Aber das sage ich gleich. Ich bin kein Mörder. Ah. Okay? Ich wollte nach ihr sehen. Da lag sie schon im Bett, tot. Ich hatte Panik. Stellen Sie sich vor, ja? Eine minderjährige Nutte bei mir im Puff, tot. 1A, da kann ich unmöglich die Polizei rufen. Nein, stattdessen haben Sie beschlossen, die Leiche zu beseitigen, ja? Ja, aber ich schwöre, sie war schon tot. Vorausgesetzt, es stimmt, was Sie sagen. Wer könnte sonst einen Grund haben, das Mädchen zu ersticken? Vielleicht ein Freier. Nee, das kann nicht sein. Der letzte Freier war 2 Stunden vorher gegangen. Und ich habe ihr noch gesagt, dass sie auf mehr Kundschaft warten soll. Und als ich nach ihr wieder sehen wollte, da war sie schon tot. Leute, ich habe die Polyesterkissen aus dem Zimmer der Toten genau untersucht. In dem einen war ein rosa Haar dran, gefärbt. Ein rosa Haar? Die Tote hatte keine rosa Haare. Aber ich weiß, wer zumindest ein paar davon hat. Frau Warmuth, wir müssen... Warum hast du die Kleine gekillt, hä? Bist du eigentlich bescheuert oder was? Hey! Lassen Sie die Frau los, ja? Lass dich mal auch los. Hey, was sagst du überhaupt da? Wir haben an dem Kissen, mit dem die Tote erstickt wurde, ein rosa gefärbtes Haar gefunden. Und außer dir hat das hier keiner, okay, du blöde Schlampe? Das ist gut, ja. Ibo, Schatz, warum bist du denn so gemein zu mir? Mich ich hab doch überhaupt nichts getan. Doch, haben Sie. Wir können beweisen, dass Sie die Frau mit dem Kissen erstickt haben. Das steht außer Frage. Die Frage ist nur, warum? Sag's endlich! Ibo, ich bin schwanger. Und zwar von dir. Aber du musst es ja unbedingt mit diesem blöden Flittchen da rummachen. Dabei wollten wir beide doch zusammen ein neues Leben anfangen. Das hast du doch selber gesagt, Ibo. Sag mal, wie blöd bist du eigentlich? Ja, ich hab hier mit dir denn unter was am Laufen. Und du hast die ganze Scheiße geglaubt, oder was? Was ist denn genau passiert? Ich bin zu ihr ins Zimmer gegangen, weil ich diesem blöden Miststück da endlich mal die Meinung sagen wollte und dass sie die Finger von meinem Freund lassen soll. Aber die hat mich ausgelacht. Die hat mir sogar noch eine runtergehauen. Ich habe halt einfach dann das Kissen genommen und... Ja, und das kennen wir. Sie sind vorläufig festgenommen. Frau Warmuth, kommen Sie bitte mit. Auf was wollen wir denn mal anstoßen? Tja, wie wär's denn auf meinen neuen Nebenjob? Ja, ey, die ganze Zeit schon total gespannt. Raus mit der Sprache, Junge. Ja, also ihr kennt ja meinen Bruder Erik, der mit dieser Werbeagentur und so weiter. Die haben Fotos gebraucht von glücklichen Pärchen für so eine Kampagne. Naja, und hat Erik mich ausgewählt. Echt? Ich dachte, ihr versteht euch nicht so gut. Ja, das stimmt auch. Aber selbst Erik kommt halt manchmal an meinen Qualitäten nicht vorbei. Und die wären? Ja, ich bin halt recht fotogen. Ich kann ja auch nichts dafür. Also die Bilder sind ganz toll geworden, die wir gemacht haben. Und was für eine Kampagne ist das? Weiß ich gar nicht. Irgend so ein Lifestyle-Produkt. Ja, und was für eins?
Ich weiß nicht, ich habe nicht nachgefragt. Ich wollte nicht, dass die mich für einen unprofessionellen Anfänger halten. Das haben die dann auch nicht. Ja, dann ist alles gut, oder? Ja, ja, wir freuen uns auf jeden Fall für dich. Also. Hört sich wirklich gut an. Auf dein Wohl. Danke. Und deinen neuen Job. Wo ist jetzt? Lass uns doch schon mal gucken. Finger weg, wir warten auf den Doc. Der ist immerhin die Hauptperson, oder? Da. Hallo zusammen. Ja, hallo, Dottore. Hey. Sag mal, war mein Bruder schon da und hat die Zeitung vorbeigebracht? Ja, hat er. Druckfrisch. Super. Wir haben extra auf dich gewartet. Welche Seite? Super. Seite 12. Seite 12. Ich bin schon so neugierig. In ihrer Beziehung steht nicht alles zum Rechten? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Ja? Blätter doch mal um, die Anzeige ist doppelseitig. So. Ekstasia hilft zuverlässig bei Erektionsproblemen. Nee, oder? Das kann man. Wie wird der Gerichtsmediziner mit der Blamage umgehen? Gleich bei K11. Carmen Barmuth wurde wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt. Ibo Altindal wurde wegen sexueller Ausbeutung in Tateinheit mit Zuhälterei zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren verurteilt. Carsten Büttner wurde wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von 1 Jahr verurteilt. Nach dem ersten Schock kann auch der Gerichtsmediziner über seinen Ausflug in die Werbebranche lachen.